hat sich erstmal erledigt mit dem Stream, bis ich eine Capture Card habe. So, die Rüstung kriegen wir nicht. Hier ist noch ein Kalikala-Kaloster. Das ist nur ein bisschen zu stark. Da würde ich sagen, ich hole mir mal den hier noch. Haben wir irgendwie auch mal eine... Ne, ich habe nur diese Quest hier. Also, alles andere sind so Weltevents, mit denen ich aber nichts anfangen kann. Die auch nicht im Questmarker drin sind. Okay. Dann schwurbeln wir mal wieder hoch. Und gehen mal schnell zu dem anderen Weltevent. Oh, ich dachte gerade, da steht einer, dieser Baumstumpf. Puh. Jo, mei. Konntest du doch nicht einfach so im Gegenraum stehen, Junge, wie es mit Deppet. Kurz die Tüten nochmal. Gut, ja. Wir haben noch ein bisschen Material gesammelt. Wir haben jetzt was für unser Lager. Jetzt hole ich noch dieses eine Welt-Event da. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt mit dem Mädchen lösen können. Ich könnte mir allerdings denken, dass wir das eventuell lösen, wenn wir denn in dieser Stadt sind, wo der Vater hingegangen ist. Und ansonsten, keine Ahnung, vielleicht müssen wir das eine Blatt vom Baum schießen mit dem Bogen. Ich weiß es nicht. Da ist ein Fuchs. Ich könnte auch reiten, aber kann das auch sein lassen. Aber ich habe es ja gesagt, ne? Neue Gebiete werden erstmal grundsätzlich ohne Pferde erkundet. So, und viele Leute auf YouTube, die Einstellungen sehen das bei mir wie folgt aus. Ich habe jetzt quasi als in OBS, also eigentlich 4K. Habt jetzt aber quasi schon direkt in der Bildschirmauflösung runterskaliert auf 1080p. So, hier sind so Viecher mit Geweihen. Ich mach mal eben Tarnung. Ich brauche nämlich noch 3 Geweihe. Die können wir dann auch mal abgeben. Ich muss nur, so ein Vieh muss nur mal stillhalten hier. Tun sie aber nicht. Problem ist, ich bin gar nicht mehr getarnt, wenn ich hier rauskomme. Da hinten ist einer. Solange der nicht stillhält, erwische ich ihn noch nicht. Der rennt da halt so rum. Wie schrecklich, wie soll ich denn so jagen, Alter? Muss ich dafür auf den Baum oder was? Kann ich überhaupt auf den Baum? Ja. Ja, höher. Höher. Kann ich auch einen Bogen ziehen? Nö. Da geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Ja, ganz toll. Schnauzefuchs. Mit denen da? Ach, eine Schlange. Tötet es, bevor es Eier legt. Wow, ihr seid schwach, ne? Da können noch ein paar Tage dauern. Rangdang. Was soll ich da denn? Und er macht einen ziemlich toten Eindruck. Tier freilassen. Ist ein Wolf, ne? Ist jetzt böse? Ich habe ihn gerettet. Ist das jetzt meine? Wow. Der Wolf ist aggressiv. Ich mach das nicht, ne? Das macht er. Ist ein Verbündeter. Ey. Arschloch. Ist hier ein Pet-System? Frag für einen Freund. Kann ich ihn irgendwie rufen? Ich habe ihn jetzt freigelassen, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der mitkommt. Oh, da vorne ist ein Banditenlager. Oh, da war noch eine Schlange. Okay, Alter, wie viele Schlangen gibt es denn hier? Entwickelt mal Hemmungen, Junge.
Okay, ich weiß nicht, ob der da mich angreift. Wenn er mir nicht wohlgesonnen ist, muss ich ihn leider kaputt hauen. Okay, jetzt geht's anscheinend erstmal in OBS. Also 2K geht auch nicht. Guten Tag. Mach mal, ne? Hat sich gerade mal angeboten. Wollte es mal testen. Ich bin ja eh mehr so der Mördertyp. Da ist ein Hase. Da ist ein Eichhörnchen. Ich habe so ein Gefühl, wo wir gleich hingeschickt werden könnten. Von diesen Damen und Herren hier. Ich bin eins mit der Erde, mit der Luft und dem Wasser und dem Feuer und dem... was war da noch? Wolken, Baumrinde. Was riecht hier so? Diese Hose ist zu weit. Holunder! Bleib hier, du Tölpel! Du musst warten, bis die Wirkung nachlässt. Klingt wie ein Drogentrip. Geil. Ganz ruhig, mein Freund. Ich glaube, du hast etwas zu dir genommen, das dir nicht gut bekommen ist. Heute wird meine Saga geschrieben. Ruhm! Oh, eine stolze Stute hat mich aufgelesen. Los, zu meiner treuen Gefährtin! Wenn ich ihn nicht aufhalte, tut es jemand mit weniger Verständnis. Ich sollte bei ihm bleiben, bis er müde wird. Vielleicht solltest du ihn einfach nur aufhalten. Hau ihn doch kaputt. Ihm so einmal Pock auf den Kopf, dann ist Ruhe. Bis er müde wird. Der rennt jetzt bestimmt voll in das Banditenlager rein. Es gibt keinen Kampf, dem ich entflöhe. Und sollten die Götter mich fordern, so sei es. Auch sie werden meinen Zorn spüren. Ja, ja. Du bist aber nicht Kratos, Junge. Du wirst mir Totros, wenn du so weitermachst. Und hier ist ein Schatz. Und ein... Ja, ja, er rennt genau. Mein Bauch tut weh und ich weiß nicht warum. Kannst du bitte stehen bleiben? Kannst du bitte stehen bleiben? Hallo? Bleib stehen. Bleib stehen. Hier er darf mich niemand sehen. Ach, er bleibt einfach nicht stehen. Ich spüre meine Lippen nicht. Meine Nase auch nicht. Warum sticht die Sonne so? Wir kämpfen dreckig. Ja, ja, ihr seid auch dreckig. Keine Sorge. Komm und kämpfe mit mir. Auch du sollst Teil meiner Legende werden. Lange machst du's nicht mehr. Ach. Ich lass dich bluten. Wen jetzt? Wo jetzt? Was jetzt? Ach, er. Ich bin tausendfach so stark. Kannst du mal hier bleiben? Niemand kann mich aufhalten. Er ist ein Mörder. Hast du ihn gerade von hinten abgestochen? Nee, er lebt noch. Ja, wie viele denn noch? Meinem Körper ist schlecht, aber mein Hunger wird siegen. Oh, der hat einen Kohlebarren dabei gehabt. Nice. Hat er gerade gesagt, meinem Körper ist schlecht, aber mein Hunger wird siegen? Junge, ich hab gesiegt, nicht du. Ich sag's nur mal. Und der Mörder hat sich aber gerade komisch verhalten. Und der Axtwurf war ja mal geil. Zwei nach hier, ein nach da. Interessant, kann man das variieren? Ich nehme es mit jedem auf. Ich finde das hier übrigens. Zwei Beinen oder auf vier. Zeigt euch, wenn ihr euch traut. Das ist okay, aber es ist nicht so geil wie mit den beiden Äxten. Ich würde auch gerne mal Dolche ausprobieren, sobald wir sie haben. Oder halt auch ein Speer. Wenn du so weitermachst, wirst du dich noch umbringen. Hast du mich verstanden? Ah, laut und deutlich. Jetzt tritt zur Seite. Ich muss mein Schicksal erfüllen. Ah! Weine ich etwa? Muss ich dich persönlich zurückschleppen, ja? Ich überkomme plötzlich eine Welle von müde. Ich bin müde. Okay, bevor ich jetzt abhau, gibt es hier noch irgendwas, das ist ein Käfig? Leite mich. Da ist noch was, da ist eine Truhe. Da sind noch Pfeile. Okay. Niemand kann meinem ewigen Vermächtnis widerstehen. Ja, ja, ja. Du leg dich mal kurz hier hin. Sagte, mir zu trotzen, ist wie gegen den Wind zu pissen. Oh. Da war Zeugs. Jo, da war eine Truhe. Jeska, wo bist du? Ich muss wieder zu dir zurückfinden. Ich frage mich, wäre das einfacher gewesen, wenn wir den quasi schon auf dem Weg hier her einmal durchgeflügt wären. Ich frage für einen Freund.
Ich meine, dann wären die ja quasi direkt instant tot gewesen jetzt. Wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte. Oder wären die extra neu gespawnt für ihn? Ich glaube eher nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die wären nicht extra neu gespawnt für ihn. Meine Saga ist vollendet und wird von allen beneidet werden, die vor uns kamen und die nach uns kommen. Bin ich fest von überzeugt, du bist der größte Held im Erdbeerfeld. Ich brauche noch ein bisschen Naschen. Wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte. Und dann würde die sagen, was bist du denn für ein Pfosten? Hör mal. Du Kollege, du. Niemand kann meinem ewigen Vermächtnis widerstehen. Wie ein weiser Mann einst sagte, mir zu Trotz. Dein Skalde. Götter! Ist er tot? Nein, aber er sollte es sein. Anscheinend wollten die Götter ihn nicht. Spritze ihm Wasser ins Gesicht und halte Abstand. Er wird sich übergeben und das wird nicht schön. Danke für den Rat und für deine Mühen. Jetzt ist er wieder mein Problem. Jo. Das brauchen wir nicht. So, damit haben wir das dann auch gemacht. Aber eigentlich sind ja diese Weltereignisse nie so weit voneinander entfernt. Also ich glaube schon, wir müssten bei den Mädchen müssten wir das Blatt abschießen. Die stehen da unten und warten brav, das ist aber nett. Oh, Schlange. Okay, hier gibt es ein paar zu viele Schlangen, habe ich das Gefühl. Ach, und wir könnten mal, haben wir eigentlich wieder, nee, haben wir nicht, aber wir haben einiges an Inventar. Oh, wir haben einen Bogen? Nee. Ne? Ach so, weil der neu ist. Okay. Pass mal auf, wir haben Speer gefunden, ne? 42, 55. 48. 38. Okay, Tempo ist gut. Tempo wird durch Ausweich erhöht. Entschuldigung. Zwei Hand. 42. Wenn wir den verbessern würden. Den würde ich auch mal. Also ich würde gerne eigentlich von jeder Waffe etwas dabei haben. Ich würde eigentlich auch gerne Waffen zerlegen können, aber kann ich nicht. So, hier haben wir noch Dolche. Davon würde ich aber gerne zwei haben. Ein Kriegshammer haben wir, glaube ich. Schon mal einen Kriegshammer benutzt. Ich glaube nicht. Knochenbeißer. Marinsaxt, Bärenklaue. Gibt es noch irgendwas? Nee, ne? Oh, wir haben einiges an Runen hier. Tattoos. Alle markieren, danke. Was haben wir denn hier jetzt drinne? 14,9 Gesundheit. Naja, nix Weltbewegendes hier, ne? 3,2 im Angriff. Kritische Chance, okay. Ja, gut. Mehr Runenplätze wären schön, aber dafür müssen wir erstmal verbessern. Da ist auch wieder eine Schlange. Ja, ja, die schlänge ich mir jetzt eh nicht hinterher. So, die gehen schon mal zurück aufs Boot. Ja, 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 heul leise. Ach, hier ist er, jetzt ist er wieder da. Okay, den müssen wir noch, holen wir uns noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir noch bessere Speere finden oder sowas. Ja, ja. Es war ein guter Tag und ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Fahren wir heim, um alles zu entladen. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwo noch etwas Gold versteckt haben könnten? Mein Gefühl sagt mir nein. Okay, ich mach mal Fußfolgen. Und Ava, wie viele hast du? Wie bitte? Dag, ich muss meine Leichen nicht zählen. Es waren einfach zu viele. Und das soll ich dir glauben, Wolfsmal? Ich habe 26 getötet. Unsinn. Als wir ankamen, waren es doch nur ein Dutzend. Nein, du hast sie verpasst. Die haben vom Wald aus angegriffen. Glaube ich dir sofort. Der erzählt Blödsinn. Der erzählt viel Blödsinn. Ach ja. Gut. Das
klappt jetzt anscheinend erstmal. Wir haben keine Codierungsüberlassung mehr, keine übersprungenen Frames. Dann lassen wir das erstmal so, bis die zweite Capture Card da ist. Das Regel nützt dir nichts. Nützt dir nichts. Liegen die jetzt automatisch an? Was machst du denn da? Ja, eigentlich anlegen. Ich meine, ihr seid hierher gefahren, ihr Lappen. Wollt ihr alles für euch machen? Junge, 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 Junge. Wieso fahrt ihr nicht hier hin? Auf in den Hafen. Wir setzen das Schiff. Die Wolken sind ein wenig pixelig. So, jetzt können wir Schmiede bauen. Wo mal die Videos schmauen. Ich habe langsam Hunger. Ich muss auch noch ein bisschen. Ist erst 22:30. Ach, da müssen wir an die Schilder ran. Okay, ich dachte, wir hätten irgendwie schon zurück. Übersichtssystem mit dafür. Guten Nachrichten, ja, ja, Klappe zu, Junge. In Gunnars Schmiede verbesserst du deine Waffen und Ausrüstung und passt sie an. Kostet 430, wir haben 1,61. Können wir eventuell sogar noch was bauen? Ah, wunderbar, Eivor. Diese Schmiede ist größer und heißer als meine alte bei uns in Formberg. Komm mich jederzeit besuchen. Bei mir findest du die besten Waffen und Rüstungen. Ich komme, Gunnar. Ganz sicher. Was kann ich für dich an diesem herrlichen Tag tun? Die Siedlung aufbauen. Errichte Gebäude in Hrefnatorp, um Zugang zu Diensten, Siedlern, Quests und mehr zu erhalten. Gehe dafür mit genügend Vorräten und Rohmaterial zu einem Schild. Wenn deine Siedlung wächst, steigt auch ihre Bekanntheit und du schaltest weitere Bauvorhaben frei. Rufe den Raben mit, um alle verfügbaren oder möglichen Dienste zu sehen. Stopp. Erzähl mir, was du hier tust. Was du auch für dein Langschiff brauchst. Mein Mann und ich helfen gern. Wir haben ein gutes Auge für solche Dinge. Jetzt ist es allerdings wichtiger, dass du uns eine Arbeitsstätte baust. Beeil dich damit etwas, ja? Okay, muss ja nicht gleich so sein. Ich muss gehen. Bleib gesund. Lebe wohl, Eivor. Bleib mal geschmeidig. Guck mal, was ist mit ihm denn da? Er baut ein Schild. Bau doch gleich ein Haus, Junge, Mann. Heitam, nun da Basim und du hier angekommen seid, was werdet ihr tun? Wir haben viel zu erledigen. Wir beginnen in den Städten Englerlands. London, Jofovik, Winchester. Alle drei werden von Mitgliedern desselben Ordens heimgesucht, zu dem auch Kjötvi gehörte. Doch ihr Einfluss reicht noch viel weiter als das. Von allen Ländern der Erde ist Englerland wohl am stärksten betroffen. Richten sie hier denselben Aufruhr an wie Kjötvi in Nordwege? Nicht nur Aufruhr. Sie verbreiten die Plage der Täuschung und lehren die Menschen, sich zu erniedrigen und zu quälen, um Macht zu erlangen. Das scheint dir sehr nahe zu gehen. Natürlich. Es ist der einzige Zweck der Verborgenen, den Körper und Geist der Menschen von unnatürlichen Fesseln zu befreien. Aber wir haben seit 4 Jahrhunderten keine Handhabe mehr in Englerland. Seit dem Sturz des Römischen Reiches war kein Verborgener mehr hier. Dadurch hatte der Orden der Ältesten viel Raum, um zu wachsen und zu gedeihen. Unsere Aufgabe wird nicht leicht sein. Doch mit einem Bruderschaftshaus könnten Basim und ich unsere Arbeit aufnehmen. Falls du Zeit und Material hast, um eins zu bauen, wären wir dir sehr dankbar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Die Frage ist eigentlich, seid ihr so wichtig dafür? Sprich mit Sigurd. Kosten der Spaß. 430. Mach ich mal. Hier, hau rein. Brauchen wir wieder Rohmaterial oder Verschub. Bruderschaftshaus der Verborgenen. Nennen Sie es doch einfach beim Namen, und zwar die Assassinen. Hier werde ich gut arbeiten können, Eivor. Ich danke dir. Wenn uns deine Arbeit nützt, sorge ich dafür, dass du sie machen kannst, solange du bei uns bist. Das wird sie, denn uns verbindet ein gemeinsamer Feind. Seine Krallen sitzen tief in Englerlands Fleisch. Schlage ihn da, wo er am stärksten ist, und die Bündnisse, die du suchst, werden sich leichter ergeben. In London halten sie sich nicht länger zurück. Wenn du sie ausschalten würdest, stünde die Stadt in deiner Schuld. Ich rede mit Randvi und werde sehen, was sie davon hält. Gut. Zuvor habe ich aber noch etwas. Ein Geschenk, das ich teilen möchte. Ein Geschenk? Ich kann es dir hier nicht zeigen. Laufen wir doch ein Stück. Ich kümmere mich. Weiter. Von mir aus. Ja dann, lauf.
Kleine Assassine. Warte. Ein Brief an Heitam. Akolut Heitam. Du tust wohl daran. Meister Basims Einladung anzunehmen. Sehr schwer, Heitam. Bereitet dir deine Wunde immer noch Probleme? So ist es leider. Okay, ich lese später. Herzenbund ein Schmerz, für den es keine Heilung gibt. Dann ruh dich aus. Solange dein Geist wach ist, wirst du dich erholen. Natürlich. Aber ich will meinen Mentor nicht enttäuschen. Du würdest für Basim deine Gesundheit und dein Leben riskieren? Das verstehe ich nicht. Das erwarte ich auch nicht. Als wir bei euch ankamen, sah ich Misstrauen in deinen Augen. Einen Zweifel. Vorsicht. Ist das eine Frage? Nein, nur eine Beobachtung. Was willst du mir denn jetzt geben? Was hast du vor? Bist du in der Lage, dieses Boot zu steuern? Ja, sei unbesorgt. Es ist nur die ständige Anspannung, die mich erschöpft. Ich bin recht schnell am Ende meiner Kräfte. Mhm. Und er hat dich doch nur gegen die Wand geklatscht. Und was für ein Geschenk möchtest du mir geben? Es ist nicht von mir. Du wirst es dir selbst schenken müssen. Herr Rätsel, so eine Freude. Sagen wir es so. Man kann dieses Geschenk weder geben noch nehmen. Es ist eine Art zu leben. Das macht es nicht klarer. Nun, es lässt sich besser zeigen als beschreiben. Dann werde ich warten. Verzeih den Spaß. Dieses Geschenk nennen wir Todessprung. Er ist einer der heiligsten Riten unserer Bruderschaft. Wir setzen ihn nicht gegen unsere Feinde ein, sondern nutzen ihn, um unsere Entschlossenheit zu stärken. Wie bei der Meditation wird dein Geist konzentriert, deine Hände ruhig und die Furcht aus deinem Herzen verbannt. Und vor allem kann er dir helfen, wenn du fliehst oder dich verbergen willst. Du nennst es einen Sprung und wir sind gerade einen Berg hochgeklettert. Da, schon wieder. Ein Anflug von Zweifel. Wir sind fast da. Unser Ziel liegt vor uns. Ich nehme an, du willst mich von dieser Klippe stoßen, oder? Bitte sag mir, ich bin nah dran. Soll ich etwa die Überraschung verderben? Um den Todessprung durchzuführen, musst du dich etwas Größerem hingeben. Den Göttern? Dir selbst. Umarme die Hoffnung, dass der Tod dich erst ereilt, wenn du für ihn bereit bist. Glaube daran und du fürchtest nichts. Unser Tod ist vorbestimmt, eingewebt in den Teppich der Welt. Furcht wäre eine Verschwendung von Tränen und Sorgen. Gut. Dein Geist hat sich bereits auf die Lektion eingestellt. Können wir auch schneller laufen? Ich frage für einen Freund. Wo ist das jetzt? Da vorne war das, glaube ich, ne? Da, ja. Junge, ich habe alle Assassin's Creed-Teile gespielt, ne? Ich spring da runter. Ich bin mehr als bereit. Lass mich einfach machen. Ich springe zuerst. Auf mein Zeichen folgst du mir. Verlasse dich auf deinen Glauben, deine Stärke und lass los. Du willst, dass ich springe? Von hier? Ja. Eher wachsen mir Flügel und ich fliege davon. Danke für deine Lektion. Warte. Sieh zu. Heitam! Tschüss. Heitam! Du verfluchter Narr! Bist du verletzt? Siehst du! Mein Glaube war stärker als meine Angst! Und der Waldboden fing dich auf! Eivor! Diese Seite an dir ist mir neu! Gib dir Furcht nicht nach! Erobere sie! Ich sah meinen Tod in Vision. Es war nicht hier und nicht heute. Uhu, ich habe so viel Angst. Zack, tot. Ein perfekter Sprung. Jo. Wie hat es sich angefühlt? Du hattest recht. Ich spürte Wahnsinn und Kraft. Ein Schwinden der Angst. Ein Geschenk an mich selbst. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Gern. Und danke, Eivor, dafür, dass du zugehört hast. Du hast den Todessprung einen heiligen Ritus genannt. Wird er von allen Verborgenen vollzogen? Soweit ich weiß, dieser Initiationsritus reicht zurück in eine Zeit vor der Geburt des christlichen Jesus. Hoffst du, mich bei euch aufzunehmen? Ich würde es versuchen, wäre ich sicher, dass du beitrittst. Doch das ist nicht mein Ziel in Englerland.
Basim und ich sind auf mehr aus. Der Orden der Ältesten. Ja. Erinnerst du dich an das Siegel, das du bei Kjötvis Leiche gefunden hast? Das ist ihr Zeichen. Sie sind eine Plage, von der wir die Welt hoffentlich befreien können. Wie wir arbeiten sie im Verborgenen. Doch sie wollen die Welt beherrschen, nicht von ihren Fesseln befreien. Den Wunsch zu herrschen hat nicht nur der Orden. Sigurd und ich wollen dasselbe. Wir wollen ein Land unser eigen nennen und auch die damit verbundene Ehre. Vergleiche dich nicht mit Leuten wie ihnen. Der Orden kennt keine Ehre, keine Prinzipien, keine Menschlichkeit. Und doch sitzen viele von ihnen auf den Thronen Englerlands. Wenn du das Land zum Wohle deines Clans befrieden willst... Wäre es in meinem eigenen Interesse, dir zu helfen. Schon verstanden. Du suchst Bündnisse. Wir wollen Englerland von der Fäulnis befreien. Wo sich diese Hoffnungen treffen, liegt unser gemeinsames Ziel. Du denkst, dieses Land wird von harmlosen Jarls und stümperhaften Tarnen regiert. Doch sieh genauer hin und du erkennst die wahre Gefahr. Die unsichtbare Hand des Ordens liegt über allem. Sie formt alles und verströmt sein Gift in jede Fuge der Gesellschaft. Basim übertrug mir eine Aufgabe. Ich muss den Orden der Ältesten in Englerland finden, in welchen dunklen Ecken er sich auch versteckt, und ihn auslöschen. Wenn wir zusammenarbeiten, wird es zu unser beider Vorteil sein. Du erhältst mehr Einfluss über die Königreiche Englerlands. Und du gelangst in den Besitz weiterer Siegel. Richtig. Du solltest in London beginnen. Laut meiner Quellen plant der Orden, die Stadt an sich zu reißen. Ich werde das mit Randvi besprechen. Wenn du dort bist, halte Ausschau nach unserem Zeichen. Vor Jahrhunderten nutzten die Verborgenen Arbeitszimmer in ganz Englerland. Es gab 6 von ihnen. Darin findest du Dokumente, die dasselbe Zeichen tragen. Sie würden mir bei meinen Studien sehr nützlich sein. Ich bringe sie dir. Danke, Haitham. Für alles. Oha. Der Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten ist eine geheime Organisation von Heiden, die alle Bereiche der Gesellschaft durchdrungen hat, um ihr dogmatisches Weltbild zu verbreiten. Um sie auszumerzen, musst du Hinweise in der Welt finden. Ach, genau wie bei Odyssey. Eiferer. Eiferer heißen die angeheuerten Söldner, die dem Orden dienen und ihre Erlässe durchsetzen. Wenn du sie aufspürst und ausschaltest, kannst du Hinweise auf die Identität von Ordensmitgliedern erhalten. Einen haben wir ja schon gefunden. Dafür sind die also. Enthüllen und ausschalten. Hinweise kannst du auch erlangen, indem du Bündnisse schmiedest, Englerland erkundest und Hilfsbedürftige unterstützt. Sobald du alle Hinweise zu bestimmten Ordensmitgliedern gefunden hast, wird ihre Identität offenbart und sie können aufgespürt werden. Hierarchie des Ordens. Ordensmitglieder haben eine Hierarchie. Wenn du einen Paladin oder Pfarrer tötest, kannst du Hinweise auf ihren Magister finden und irgendwann auch den Großmagister aufdecken. Der Hirtenstab. Da haben wir schon einen Hinweis für gefunden. Ein Edelmann in Lincolnshire ist Mitglied des Ordens der Ältesten. Items Nachforschung über Hirtenstab. Ah, das ist ein Mitglied. Okay. Der Erl. Ein Edelmann. Okay, auch wieder von Heitern wahrscheinlich, ja. Der Kiel. So, Kjötvi der Grausame. Paladin Kjötvi die Axt. Die nordischen Winter und die Jahre der Raubzüge haben Kjötvi abgehärtet, wie so viele junge Nordweger. Doch Kjötvi empfand besondere Freude am Töten. Ein reisender Händler erkannte Kjötvis Potenzial und stellte ihn dem Orden vor. Er machte ihn zum ersten Ordensmitglied aus Nordwege. Seine natürliche Grausamkeit leistete ihm gute Dienste, während er versuchte, seine Familie und seinen Clan ganz auf die Linie des Ordens zu bringen. Wächter des Krieges war sein Titel. Na wir, Leof Giffu, eliminiere den Köcher. Die konnten wir sogar schon. Paladin Leofu, der Köcher. Leof Giffu, auch bekannt als der Köcher, ebnet den geheimen militärischen Aktivitäten des Ordens in Grantabrisksia den Weg. Sie beschafft Waffen und gibt ausgewählten Einheiten Spezialbefehle. Durch die Seuche zu einer Waise geworden, wuchs Leof Giffu als Räuberin auf, bis sie schließlich beschloss, Söldnerin zu werden. Kenne die gar nicht.
Nachdem sie sich als fähige Kämpferin erwiesen hatte, trat der Orden an sie heran. Leo Gifu, dass die alle immer so scheiß Namen haben müssen, ne? Gelangte schnell in eine verantwortungsvolle Position, indem sie andere Offiziere mit Luxuswaren versorgte. Im Gegenzug ließen diese Offiziere ihr bei vermeintlich einfachen Schmuggeleien gewähren, bei denen sie jedoch in Wahrheit massenhaft Waffen für den Orden anhäufte.